Die Geschichte von Johann Dähler ist heutzutage vielen bekannt. Es ist die Geschichte des Appenzeller Ananaskönigs, der in der Elfenbeinküste ein Imperium aufgebaut, verloren und wieder zurückgewonnen hat. Es ist aber auch die Geschichte einer starken Familie, die zusammen durch dick und dünn geht und erfolgreich auf drei Kontinenten lebt und wirkt. Johann und Yolanda leben heute zwischen der Elfenbeinküste und der Schweiz und wissen ihr Lebenswerk in den sicheren Händen ihrer Kinder. Andrea Dähler lebt mit ihrer Familie in der Elfenbeinküste, wo sie zusammen mit ihrem Mann erfolgreich eine Garage und ein Geschäft führt und ihren Vater auf der Plantage unterstützt. Seit der Zurückgewinnung der Plantage 2012 wachsen und gedeihen auf 500 Hektaren Gummibäume und produzieren Kautschuk für den weltweiten Markt. Freddy Hierstand, Gipfeli-König, Investor und enger Freund der Familie, hat sich einen lang ersehnten Traum erfüllt und mit Hilfe der Familie Dähler in der Elfenbeinküste eine Plantage geschaffen. Auf Freddys Plantation wachsen 100% biologische Produkte wie Moringa, Bananen, Papaya und Kakao. Moringa ist der Baum des Lebens. Er stärkt die Abwehrkräfte und ist geeignet zum täglichen Konsum, zum Beispiel als Tee. Dank dem kulturellen Verständnis der Elfenbeinküste und dem ausgedehnten Netzwerk agieren die Dählers als Brücke zwischen verschiedenen Ländern. Ein Beispiel dafür ist die direkte Zusammenarbeit von Kleinbauern der Elfenbeinküste mit der Appenzeller Brauerei Locher, das in seinem Heubier Zutaten wie Passionsfrucht, Moringa, Mango und Ananas verwendet. Zusammen mit diversen Partnern und Gönnern rief die Familie Dähler das humanitäre Projekt Clinique Mobile ins Leben, das in entlegene Dörfer der Elfenbeinküste fährt und gratis Ultraschalluntersuchungen für schwangere Frauen durchführt. Die drei Söhne, Johann, Stefan und Michael, leben heute alle mit ihren Familien in Costa Rica, wo die Dählers 2004 einen Neuanfang mit der Ananas wagten. Heute werden auf Dählers 780 Hektar großen Plantage Ananas mit modernsten Mitteln produziert. Eines der Erfolgsrezepte der Familie ist der starke Zusammenhalt. Alle helfen mit ihren vielseitigen Talenten mit. Johann Junior schaut auf dem Feld zu dem Rechten, wie es ihm sein Vater in der Elfenbeinküste vorlebte, und exportiert über 12.000 Tonnen Ananas pro Jahr. Die Familie Dähler setzt auf Diversifizierung der Geschäftszweige. In Sachen Unternehmer und Pioniergeist steht die neue Generation ihren Eltern in nichts nach. Stefan Dähler hat sich in Costa Rica einen Namen im Tourismus gemacht. Hunderte Reisende kommen jedes Jahr in den Genuss, mit Stefan persönlich Costa Rica zu erleben. Sein Erfolgsrezept sind Qualität, Zuverlässigkeit und enge Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern. Michael Dähler kümmert sich nebst dem administrativen Bereich des Unternehmens auch um die 350 Wasserbüffel. Wie alles, das die Dählers anpacken, betreibt Michael seine Büffelzucht mit höchster Präzision und Professionalität. Er produziert auf der Dähler-Plantage 100% biologisches Büffelfleisch, das als Delikatesse in die Regale der kostarikanischen Supermärkte kommt. Dank dem Tourismusbereich der Familie kann man heute die Plantage in Costa Rica persönlich kennenlernen und alles über die Ananas, die Wasserbüffel, aber auch über die bewegte und inspirierende Familiengeschichte kennenlernen. Pura Vida und bis bald auf einer unserer Reisen!